Das, liebe Freunde, ist T90A. T90A ist sehr traurig, weil ich noch nie ein Video über ihn gemacht habe. Aber weißt du was, T90? Heute machen wir ein Video über dich. Was hältst du davon? Hurra! Yeah! Moin, ihr Dösbaddel. Na, heute gibt's wieder ein kleines Review von mir. Und zwar habe ich mir diesmal den Tier 8 T90A Motherland ausgesucht. Motherland, weil er hat den Motherland, das ist ja ein Wort, Motherland Skin drauf. Diesen Skin gab's mal vor, ich glaube, einem Jahr ungefähr. Ich weiß es gar nicht mehr. Und der gehört für meine Begriffe mit zu den schönsten Skins, die im Spiel sind. Guckt mal, richtig hier so mit Frisur. Der hat die Haare schön. Ja, und wie ihr vorhin gesehen habt, der hat sehr lange bei mir rumgeschmollt und ich habe ihn nie angeguckt. Und jetzt hatte ich mir gedacht, komm, zeigt ihn auch mal der Öffentlichkeit. Und da hat er sich gefreut. Ja, was haben wir hier? Kampfpanzer. Russisch und eigentlich ganz cool. Was mir besonders gefällt... Nee, Moment. Ich habe gerade den Text vergessen. Ich muss mich eben kurz sortieren. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Wir fangen einfach mal an. So, wir haben eine 120mm Kanone, ne 125 natürlich, mit Maximalschaden 727 bei 720 Meter Durchschlag. Jo, das heißt durchschnittlicher Schaden 660, das ist auf dem Tier ganz ordentlich, möchte ich mal sagen. Das haut hin. 6,8 Sekunden Nachladezeit ist auch prima, also das geht recht schnell. Ja, und wir kommen auf 5823 Schaden pro Minute. Das ist lecker. Jo. Verteidigungsmäßig, ich nehme dafür mal eben kurz den Kollegen hier wieder raus, dass wir eben deinen Originalwert sehen. Hier, Viktor, du darfst mal kurz drin sitzen. 2900 HP standardmäßig. Und jetzt kommt der andere Kollege wieder rein. Wo ist er denn? Da, der Franzose. Da kommen wir dann auf 3198, also grob 3200 Hitpoints. Das macht schon eine Menge Unterschied. Gefällt mir ganz gut so. Ja, von der Panzerung unten in der Wanne 277 vorne, 80 seitlich, 45 mm hinten und der Turm 650 vorne, 90 seitlich, ja, und 46 hinten. Oh, hat 1 mm mehr. Ja, das kann schon was aufhalten. ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wobei er sehr große Weak Spots hat. Ich zeig das mal ganz kurz. Wir drehen ihn mal so hin. Das Bild kennen wir doch noch von gerade eben, ne? Alter Schmollpanzer. Guck mir nicht so böse an, ey. Was wollte ich? Ah ja, hier. Hier und Prost. Oh, lecker. So, drehen wir uns den mal hin. Wie man sieht, sehr viel Rot und sehr viel Grün. Ich denke mal, wir nehmen sogar mal... Ja, warte mal, wir übertreiben sogar mal. Ich nehme mal den Kollegen mit 900 mm Durchschlag. 900 habe ich gesagt. Die da. Ist das richtig? Das ist richtig. Da sieht man. Wir haben hier echt ein ziemliches Brett. Das ist super. Ja, man sieht 1100, fast 1200 mm. Und hier am Turm auch 1000, 1500, 1200. Und hier sind so die Weak Spots gegen die ganz dicken Kaliber. Und gerade auch die Wanne hier unten, wie man sieht, mit 187 mm. Da nagelt dir so ziemlich jeder durch, auch wenn die im Tier drunter sind. Darum muss man ein bisschen aufpassen. Also wie gesagt, er hat gute Flächen, die wirklich was wegstecken, aber eben auch gerade hier so der Turmring, wie man sieht, so 300 mm etc. etc. Das ist schon schwierig manchmal. Jetzt nehmen wir mal wieder ihn selber, wenn ich ihn dann finde. Ja. Ja. Da ist er. Stimmt, T ist im Alphabet weiter hinten, ne? So, wenn er jetzt auf sich selber schießen würde mit 680... Moment, da haben wir doch auch mehr, oder nicht? Ja, hier. Als Beispiel mal mit 720 mm. Ne, da wird es hier dann natürlich nicht mehr so extrem. Aber man sieht, auch da besteht eine kleine Chance durchzukommen. Ne? Hier ist alles schön dicht. Der Rest vom Turm ist auch super. Hier oben hat er noch so ein bisschen... Also... Lange Rede, kurzer Sinn, man muss aufpassen, der hat tatsächlich ein paar Weak Spots, die ganz schön reinhauen, wenn man da getroffen wird. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen.
laber ich eigentlich so viel? Ja, den drehen wir wieder um. Ich kann diesen traurigen Blick nicht ab. Da fange ich so an zu heulen. Was als nächstes? Mobilität. In diesem Setup Maximalgeschwindigkeit von 68,25 km/h. Wie immer bei mir, beflügelt durch das synthetische Öl. Sonst wäre es, glaube ich, nur was war das, 65 oder so. Ich weiß es nicht, aber weniger. Nicht viel weniger, aber weniger. Auf 32 km/h in 4,67 Sekunden ist eigentlich in Ordnung, möchte ich sagen. Es gibt natürlich schnellere, es gibt aber auch langsamere. Das passt eigentlich ganz gut, das zieht ganz gut ab. 46 Tonnen ist gar nicht mal so viel. Und eine Wandschwenkung haben wir von 44,4 Grad. Das ist super. Ne? Der dreht sich recht schnell mit, das ist eigentlich ganz fein. Ziemlich agil und mobil der ganze. Der ganze Hobel, der gute. ja, das ist wie immer relativ überflüssig, wobei 19% Tarnung ist eigentlich gar nicht mal so schlecht für ein MBT. Und die Sichtweite von 430 Meter ist einfach nur durchschnittlich, reicht aus. Braucht man eh nicht, man soll ja vorne sein damit. So, minus 5, die Kanone vorne nach unten, das ist natürlich nicht viel. Das heißt, so richtig mit Hulldown stellen und dann darüber weglunsen, das ist schwierig. Also da wäre ein bisschen mehr schön, aber ist halt so, wie es ist, kommt man auch mit klar. Nach oben 14 Grad, ja gut, wenn man mal mit dem Kopf nach unten steht so ein bisschen. Ist aber nicht die Welt, also man ist schon ein bisschen eingeschränkt. Die minimale Abweichung ist hier in diesem Setup bei 0,107 Grad. Das ist aber ein bisschen verschlechtert durch den Kollegen hier, weil der nämlich für die Panzer, wo ich es brauche, hier die Zielzeitverringerung hat. Dafür aber eben 5,2% die Abweichung verschlechtert. Aber das passt schon. Das ist eh keiner auf Langstrecke und für mittlere Distanzen und nah dran ist 0,107 auch gut. Das reicht. Dafür zielt er jetzt schön schnell ein, ne, mit 1,58 Sekunden. Das ist super. Und der Turm schwenkt mit 47 Grad pro Sekunde. Das ist auch ganz ordentlich. Also macht schon Spaß. Ja, ansonsten habe ich hier wieder drin, auch eigentlich wie fast bei allen Setups, eben ne, den Kanonenverschluss. Klar, sollte man immer mit haben für die Nachladezeit. Dann den verbesserten Motor mit mehr Abzug und ein bisschen, Abzug und Beschleunigung ist dasselbe, ne? Brauche ich nicht doppelt sagen. Ha. Und den Schutz für Crew und Schutz vor RAM und Schutz für interne Komponenten etc. Und er hier, hatten wir gerade schon mal aufgemacht, eben gibt noch ein bisschen was auf die Reifen und damit passt das dann eigentlich ganz gut. In der Crew muss ich mal selber gucken, ich weiß ja gar nicht mehr. Ja, auch die Beschleunigung auf Offroad-Terrain. Terrain. Habe ich eigentlich auch überall drin und 25% schnellere Reparatur für die Ketten. Und der Schütze, der hat die Abweichung verbessert um 5% und die Turmschwenkung verbessert. Da hätte ich aber normalerweise eigentlich eher das drin gehabt mit 50% bessere oder erhöhte Kanonen-HP. Warum habe ich das nicht? Da muss ich nochmal mit mir drüber sprechen. Aber auf jeden Fall, so passt es ja auch. Gut, was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Wie gesagt, dieser Skin, den gab es mal vor ungefähr einem Jahr. Und ich finde den wirklich super. Also wenn es davon mehr geben würde für verschiedene Fahrzeuge, das wäre richtig cool. Ich denke mal, das seht ihr auch so. Also wenn das in die Richtung mal geht, dann Hut ab, dann wird das geil. Jo. Dann haben wir es eigentlich, ne? Gut, ich kram eben ein hier Replay raus und dann gucken wir uns das gleich gemeinsam an. Also, ahoi! So, dann sind wir in der Runde. Ja, da steht der kleine Lümmel, ne? Man sieht ihn fast gar nicht vor lauter Tarnung. Ah, ist der schick. Ich mag das Ding echt gern leiten. Ey, solche Skins müssen mehr her. So, jetzt bevor ich es vergesse, erstmal hier alles einschalten. Wir sind in einem Glopsgefecht 10 gegen 10 auf Namen vergessen. Scheiße. Ah, hier, Geisterfeld, Ghostfield, genau, so war das. Und ich bin zwar im unteren Spawn, aber ich fahre erstmal mit zur 1. Bei dieser Map wird ja demnächst auch, oder werden die Spawnpunkte anders gesetzt, weil diese Karte hat so ein paar Nachteile eben. Und es hat sich so richtig eingebürgert, dass die rechts starten zur 1 fahren und die links starten zur 2 fahren am Anfang. Und das ist auch ein bisschen langweilig und doof. Fakt ist auf jeden Fall auch auf dieser Karte, ich weiß nicht, ob das vielleicht mal geändert werden sollte, wer die 1 hält und anschließend die 3, der hat eine höhere Chance auf Luftschläge. Weil, Moment, ich kann mal kurz die hier, hier in diesem Bereich, wo wir jetzt gerade den Cursor sehen, da
tauchen die meisten Luftschläge auf. Ich glaube, wir haben 1, 2, 3, 4 Plätze, wo die auftauchen können, während hier unten nur ein Platz ist, wo das auftauchen kann. Und das ist natürlich für das Team, was hier oben alles dominiert, ein ziemlicher Vorteil. Also klar, 1, anschließend die 3 halten mit aller Macht und dann hoffen, dass die Luftschläge schnell auftauchen. Und dann hat man den Gegner meistens schon im Sack. Ist nicht unbedingt fair. Müsste vielleicht mal angegangen werden. Werde ich auch mal vorschlagen bei den Obrigkeiten. Ja, hier, jetzt sind wir bei der 1 angekommen. Ja, erstmal eben noch den Griffin hier entsorgen. Beziehungsweise entsorgen lassen. Und dann heißt es erstmal cappen. Hier, ich trinke mal einen Schluck, ne? Prost. Ach, gar nichts mehr drin. Scheiße. Geht weiter. Moment. Hier, abgeschossen. Habt ihr gesehen? Toll, ne? So. Jetzt noch ein bisschen aus dem Fondue-Pot fressen hier am PC. Das wäre nochmal was. Da muss ich mir mal überlegen. Oder so, schön, so einen schönen USB-Rachlet. Ja, im Moment geht es dann einfach nur darum, hier die 1 zu halten. Viele fahren hier ja auch gerne immer weiter nach vorne, so fast in den Spawn von den Gegnern rein. Mache ich eigentlich selten. Bleib mal hier hinten. Weil sich auch gerne mal jemand hier von links dann her schummelt und einen den Cap klaut, während man da hinten dann steht, um den Spawn zu nerven. Ja, auf jeden Fall immer hier ein bisschen hinten bleiben, zumindest einer. Sonst ist das immer schnell schiefgegangen, so im Nachhinein. Und dann hat man nichts davon gehabt, dass man hier gecappt hat. Ich merke gerade, irgendwie ist das heute noch zu früh zum Aufnehmen. Mein Mund redet schneller, als mein Gehirn hinterherkommt. Ich hoffe, das ist alles halbwegs verständlich, was ich raushau. Und wenn nicht, dann ist das halt so. Müsst ihr ja mitleben. Ich muss mir den Scheiß ja nicht angucken. Naja. Ja, im Moment gerade ein bisschen wenig Action. Aber was will man auch machen? Man kann hier dann ja eigentlich nur den Spawn stürmen und gucken, ob es gut geht oder eben halt aufpassen, dass nichts passiert. Und genau das passiert hier im Moment gerade. Und unten sieht man ja auch genau das Gegenstück quasi. Ne? Die fahren dann quasi unten an der 2 vorbei, nachdem sie die geholt haben, in unseren Spawn mehr oder weniger rein. Und so ist diese Map eigentlich immer. Und das finde ich so ein bisschen langweilig. Ah ja, da hinten noch ein Griffin aufgegangen. Erstmal vorbeischießen, das ist ganz wichtig, damit er gewarnt ist. Und dann kann man den Fangschuss setzen. So wie jetzt. Was mir schon wieder auffällt, im Replay werden die Umrandungen der Panzer wieder nicht mit angezeigt. Das ist aber auch erst seit letztens irgendwie so. Ist ein bisschen blöd, wenn man dann nicht genau sieht, was da passiert. Ja, ich muss mir echt mal eine Liste machen und ein bisschen meckern gehen. Und dann wird das Soon Trademark gefixt. Ein Schelm, wer Böses denkt. Hier, da kommt Sprut an und will uns hier ans Leder. Auch ganz schön mutig, hier nach vorne zu fahren, so als kleine Sprut, ne? Hatte ich über den eigentlich schon ein Review gemacht? Den habe ich letztens auch erst freigeschaltet. Weiß ich gar nicht mehr. Hatten wir schon die Sprut? Muss ich mal gucken. Weil ich fand den auch gar nicht so schlecht, wobei der mir eher wie ein Leichtpanzer vorkommt, als wie ein Tank Destroyer. Aber das ist ja immer so ein bisschen fließende Übergänge teilweise. Ja, und dann wollen sie uns hier wieder so ein bisschen stürmen, aber kommen auch nicht wirklich vorwärts. Haben bestimmt Angst vor dem Marder 2. Aber jetzt orientieren wir uns auf jeden Fall erstmal Richtung 3, wo, wie man oben sieht, ist bald soweit, wird umgeschaltet. Und dann will man auf jeden Fall schon mal mit ein oder zwei Personen da unten stehen, dass es auch schnell geholt wird. Und, oh, wie versprochen, die 3, geil. Voll gut, ey. Aber wirklich actionreich ist diese Runde nicht wirklich. Ne? Also, Aber ich habe gerade so ein bisschen durchgeguckt. Ich habe einige Runden mit denen gefahren. Aber ganz ehrlich, die Runden waren alle irgendwie doof. Keine Ahnung, manchmal gibt es ja so Tage, da hat man nur so Gurkenrunden. Entweder überrollt man den Feind, das ist dann langweilig. Oder man wird überrollt, das ist dann langweilig und ärgerlich. Ja, ist halt so. Und man kann ja auch dann nur das zeigen, was gerade da ist. Ach, was willst du machen? Man kann ja auch nicht zaubern. Manchmal gibt es halt bessere Runden, manchmal halt nicht. Was mache ich hier eigentlich gerade? Ein vor, zurück, als wenn er nicht weiß, was er will. Da oben kam einer schon. Was war das? Ein Stingray 2?
Ja, hat auch unseren Kollegen weggeholt. Oh ja, stimmt, da wollte ich dann jetzt hin und dann kriege ich gleich von der Seite, glaube ich. Ja, genau. Da war dann nichts mit dahinfahren. Einmal blind hinterhergeschossen. Das Gute ist, dass das Gebäude hier steht. Da kann man sich dann noch so ein bisschen verstecken. Und ich glaube... Moment. Mal kurz auf die Karte gucken. Ja, das müsste der Stingray gewesen sein. Der hat sich jetzt hinten rum geschummelt und ist in den hier Cap reingefahren. Ich bin natürlich jetzt total angeschlagen. Aber ich fahre trotzdem erstmal rein, nur um es zu blockieren. In der Hoffnung, dass ein paar Leute hinterherkommen und dann den Rest erledigen. Deswegen greife ich ihn jetzt auch erstmal nicht an. Ich will einfach nur eben sicherstellen, dass der Cap blockiert ist. Und dann kommt der Mörser und haut mir aufs Dach. Was soll das denn? Vom Griffin. Ah ja. Ja, ist nicht verkehrt. So ein Mörser in der Nähe stellen. Da oben steht, da habe ich gerade gesehen. Naja. Ja, das ist eine feine Sache. Und da war er kaputt. Ich gucke gerade auf die Karte. Ne, wirklich hinterherkommen tut auch keiner. Wobei doch Mephisto rollt da an. Marder 2, Stingray. Ja, doch. Dann war es gar nicht schlecht, dass ich ein paar Sekunden rausgeholt habe. So können sie eventuell noch... Mal kurz gucken. Wieso bewegt sich die Kamera von allein? Ja, schauen wir mal hier. Dann sehen wir mal. Ja, wird noch gerettet. Sehr schön. Die 4 gehört uns ja auch mittlerweile. Und damit ist die Runde dann eigentlich mehr oder weniger schon gegessen. Das ist immer schwer aufzuholen. So, ich orientiere mich jetzt schon in Richtung 5. Weil man sieht, oben ist bald wieder soweit. Oh ja, hier sieht man es auch ganz gut jetzt, ne? Oben bei der 3 sind zwei Luftstege gleichzeitig aufgegangen. Und eben, wenn man die Ecke irgendwie halten kann mit ein paar Leuten, dann hat der Gegner keine Chance mehr. Du kannst den einen nach dem anderen reindrücken, du kannst ihn den Spawn wegbomben und. Macht natürlich sehr viel Spaß, wenn man auf der Seite gerade spielt, aber es ist tatsächlich, es müsste tatsächlich irgendwie geändert werden, finde ich jedenfalls. Das hat so ein bisschen Ungleichgewicht. Naja, erstmal gucken demnächst, wenn sie die Spawns hier anders setzen, das wurde ja angekündigt, wie es dann wird. Könnte ja auch schon ganz interessant sein. Wenn man sich dann ein bisschen fairer um die 1 kloppen kann oder so, ich weiß es nicht, bin ja auch kein Spieledesigner. Fällt mir nur immer wieder auf, wenn man auf der anderen Seite spawnt und alle dann direkt zur 2 fahren, dann braucht man zur 1 nicht hin und dann wird es immer ein bisschen schwieriger. Okay, 5 haben wir geholt. Führen jetzt schon mit gut 600-700 Punkten. Da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja, und da sieht man auch, da werden dann die Zufahrtswege quasi jetzt schon von uns dicht gebombt. Da hat man dann als Gegner nicht mehr wirklich eine Chance. Ach hier. Dann nehme ich 2 Griffins in die Zange, aber jawohl. Unverschämtheit. Da kommt es dann immer auch zugute, eben, dass ich erhöhte HP auf den hier Ketten habe. Weil man hat gerade gesehen, die gehen als erstes mal auf die Ketten, das ist klar. Ne? Unbeweglicher Feind ist schnell weggeholzt. Und so halte ich es dann ein bisschen länger aus und bleib beweglich. Ist für mich gerade für Kampfpanzer mal ganz wichtig, dass ich viel HP auf den Ketten habe. Ich nehme ja auch nichts mit, was irgendwie Reparatur beschleunigt. Ich benutze ja zum Beispiel den Philipp Holzklau, der schnell repariert und so gar nicht. Ich habe immer nur einfach die Werkzeugkiste mit, die 10% bringt, das war's. Und da muss man schon dafür sorgen, dass an die Ketten nicht gleich so runterfallen. Gefällt mir besser als hohe Reparaturgeschwindigkeit und eventuell dann keinen Schutz auf den Ketten. Aber gut, da hat ja jeder wahrscheinlich auch seine eigene Philosophie. Kann man eigentlich kaum richtig oder falsch machen, sondern einfach nur... Ach, der holt mich jetzt noch weg, ne? Hier, kurz vor Ende der Runden, verdammte Axt. Wir sehen uns gleich bei den Ergebnissen. So, dann sind wir hier bei den Ergebnissen. Wir haben 35.000 XP eingesackt und 1,12 Millionen Credits. Das ist eigentlich ganz anständig. 34 Battle Coins. Ja, Schaden 6.300, ein paar zerknitterte, nicht die Welt. 3 zerstört. Ja, das war es eigentlich auch schon, ne? Im Team, mal gucken. Ja, viele Glaubspunkte, eben wegen Cappen und Cap bewachen. Das macht immer viel aus. Und ja, 2. Platz tatsächlich geworden. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Wo das ja eigentlich eher so ein bisschen mittelmäßig war. Aber man sieht eben auch allein eben die Glopspunkte machen und halten etc. Bringt schon eine ganze Menge im Ranking.
Ja, eure schönen Statistiken. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ne? Ich erzähle jetzt denselben Dreck wie jedes Mal und sage, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da, wenn nicht, dann auch. Und Abo ist immer gern gesehen. Ja, ja, lasst mir eure Kontonummer da, überweist mir was. Ich mach doch, was ihr wollt, verdammte Axt. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Haut rein und macht's gut. Ne? Tschüss. Nee, nicht tschüss. Schon wieder tschüss gesagt. Moin. Hier. Mann.